Die Ingolstädter Altstadt näher an die Donau zu bringen, ist unser Ziel für eine zukunftsorientierte und strategische Stadtentwicklung in Ingolstadt. Selbstverständlich spielt dabei die Mobilität eine ganz bedeutende Rolle. Entsprechend muss die Altstadt auch nach der Umgestaltung der Schlosslände weiterhin sehr gut erreichbar sein, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. Bereits vor 3 Jahren hat der Stadtrat beschlossen, die Schlosslände von 4 auf 2 Spuren zu reduzieren, plus eine mittige Multifunktionsspur ähnlich der Neuburger Straße. Außerdem soll die Schlosslände Richtung Norden, also Richtung Stadttheater, verschwenkt werden. Um eine bessere Vorstellung davon zu erhalten, was das bedeutet, wurde die geplante Trasse vor Ort markiert. Dadurch war es möglich, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sehen konnten, wie viel Fläche im realen Stadtraum für die Umgestaltung gewonnen werden kann. Um nachzuweisen, dass der Verkehrsfluss auch nach der Neugestaltung gut abgewickelt werden kann, wurde die Audi AG beauftragt, dies im digitalen Zwilling entsprechend zu zeigen. Der gewonnene Stadtraum soll für breitere Fahrradwege, bessere Fußwegeverbindungen, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Bäume und Begrünung und vor allen Dingen weniger Barrieren und Asphalt genutzt werden. Unser Ziel ist es, das Konzept Schlosslände für die internationale Bauausstellung der Metropolregion München, Räume der Mobilität, als innovatives Projekt zu qualifizieren. Angedacht ist ein Planungs- und Umsetzungszeitraum von etwa 6 bis 9 Jahren. Unsere Bürgerinnen und Bürger, Politik, Wissenschaft und Forschung sind dabei herausragende Ideengeber. Deshalb werden parallel zum Planungsprozess unterschiedliche Beteiligungsformate angeboten. Ziel ist, die Entwicklungsschritte für Ingolstadt, Stadt an der Donau, gemeinsam zu gehen.